Hallo, Servus und willkommen zu einem weiteren World of Tanks Replay. Diesmal T110 E5 an der Küste mit Dasso und Felix im Zug. Neue Taktik mit dem E5 an dieser Stelle. Mittellinie durch die Schlucht auf C4 reinfahren, über D2 rumfahren, auf E3 rausfahren oder zwischendrin auf D3 rein. Schauen wir mal. Klappt sehr oft sehr gut. Man ist auch relativ arty safe und auch safe vor den TDs. Mal schauen, wie es heute läuft. Und ja, da bekomme ich schon Kundschaft. Zwei Panzer fahren runter. Ich hatte sie einmal durchfahren zum Grund. Und ich krieg gleich aufs Maul. Und ich muss hier weg. Au, 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 au. Blöde Idee gewesen. Und dann auch noch den AMX blöd getroffen. Prall an ihn ab. Er an mir auch. Oh. Ja. Die Batschat, also der Dasse, der hat mich da an der Stelle wirklich gerettet. Sonst wäre ich da draußen gewesen. Ah, da hat es unsere Arti zerlegt. Schauen wir mal, wie weiter es geht. Wie weiter es geht. Wie es weitergeht. Ja, bei mir wird nichts mehr geschnitten. Bei mir gibt es alle Fails rein. So, 1500 behakt. Ihr seht es an der Stelle. Die werden seitlich behakt. Ich kann noch von hinten noch rein. Ist keine schlechte Stelle. Natürlich. Kehrseite der Medaille, es geht auch andersrum. So, und ich hoffe, der konzentriert sich gerade auf den M103, damit ich jetzt halt ihn angreifen kann. Falsch gehofft. Oh gut, in der Zwischenzeit kann der M103 ihn da behaken. Und jetzt kommt von hinten auch noch so einer. Und ja, da ist das so gefallen. So, ne. Allmählich wird es kritisch. Es steht 5 zu 6. Zum Glück ist die eine Seite geklärt. Muss aufpassen, dass ich nicht TD-Feuer bekomme. Und ein Glück, dass er sich gerade im richtigen Moment auf um einen anderen kümmert. Das dürfte es gewesen sein. Ja. So, 6-6 Ausgleich. Die Halbinsel rechts ist komplett gefallen. Die werden gleich in unseren Cap durchrushen. Und ich gehe wieder auf und ich schaue, dass ich hier den noch drisch. Ich hoffe, die Arti ist nicht gerade auf mich eingezielt. Und versuche jetzt dann nochmal einen. Da hat die Arti geschossen, ist aber eine Batschat Arti. Und der war ganz schlecht getroffen und sie hat mich getroffen. Verdammte Batschat. Und ja, da kam gleich der zweite Schuss hinterher. Und ich mache die Düse. Mittlerweile haben wir das Spiel auch gedreht, es steht 8 zu 6. Und jetzt sind sie bei uns im Cap. Und ja, ich habe nicht mehr viele HP. Ich an vorderster Front kann ich jetzt nicht mehr stehen. Mit Glück überstehe ich einen Schuss. Das ist aber wirklich Glückssache. Deswegen mache ich mich auf den Weg nach hinten. Um zu schauen, ob man da nochmal verteidigen kann. So, ich schaue um die Ecke. Da ist er, T34. Ich habe ihn getroffen und er ist bei mir abgeprallt, sehr schön.
Hat mich auch genau, ja, ganz blöd getroffen, Oberwanne oder vorne an der Kante. Und ich stelle mich jetzt erstmal extrem arty-safe und warte drauf, was jetzt passiert. Bin auch sehr weit hinten zum Rushen. Werde ich wahrscheinlich nicht mehr kommen. Und es passiert auch nichts mehr. Drum, schnell auf. Da ist ein Gegner weg, da ist der zweite Gegner weg. Da ist der dritte weg. Und da ist die Batschat. Weg. Vom Ergebnis her Stahlband bekommen und Spartaner bekommen. Einiges an Schaden auch ausgeteilt. 3400. War nicht schlecht. Das meiste sogar in meinem Team, erstaunlicherweise. Und Schaden abgewehrt 2580. Es gibt da leider nicht mehr den potenziellen Schaden, der hat mir besser gefallen. Aber ihr seht, der Panzer hat immer noch eine gute Panzerung, wenn man sie auch richtig einsetzen kann. Oder aber, wenn der Gegner nicht weiß, wo er hinschießt. Oder aber, wenn man Glück hat, dass der Gegner falsch hinschießt und so weiter und so fort. Und ihr wisst jetzt, Panzermarsch!